Hallo liebe Fische, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Hast du gesehen, wie die Karte rausgefallen ist? Ich sage da immer, oder so wie die Karte rausfällt, so wird auch die Nachricht bei dir eintreffen. Sehr überraschend, plötzlich, unerwartet, okay, hier drei der Stäbe hier. Du wartest momentan auf etwas, aber dieses Etwas wird ankommen, wenn du es am wenigsten erwartest. Ich will jetzt hier nicht groß, lass mich das Licht anpassen hier, damit du es besser siehst. Ich will jetzt hier nicht groß über die Kraft der oder die Anziehungskraft und Energien und solche Dinge hier jetzt groß reden. Da findest du zig verschiedene Informationen, Webseiten im Internet, ja, wie das so genau funktioniert, wenn man allzu sehr auf etwas wartet, allzu sehr den Fokus drauf legt, was dann da in diesem Energiehaushalt passiert. Grundsätzlich ist jetzt hier bei dieser Geschichte da, wo du auf etwas wartest. Du wartest auf dein Schiff, das hier kommen soll. Bei dieser Geschichte gilt, Fische, je mehr Fokus du darauf legst, desto weniger wird hier etwas rauskommen. Warum? Weil du diesen Energiehaushalt durch deinen Fokus, durch deine Besessenheit füllst. Da ist kein Vakuum, das gefüllt werden kann durch gegenseitige Information. So kurz gefasst. Da muss ein Vakuum entstehen. Du wartest auf eine Nachricht hier, drei der Stäbe. Du wartest darauf, dass dein Schiff am Hafen ankommt. Und damit dieser Schiff zum Hafen kommt, muss da ein Vakuum sein, eine Leere, damit das angezogen wird. Die Details findest du überall im Internet. Okay, auf YouTube gibt es sicher auch zig Informationen. Und da ist momentan kein Vakuum, kein schwarzes Loch, weil du es komplett füllst mit deinem Fokus, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Zeit. Du starrst da die ganze Zeit drauf und füllst dadurch diese Leere. Zieh deine Energie weg, dann entsteht dort ein Vakuum und dann wird es gefüllt durch das, was du eben erwartest. Okay. Ist gerade bei zum Beispiel bei nach Todesfällen, ja, so diese Begegnungen nach Todesfällen, die finden stets dann statt, wenn die Hinterbliebenen nicht an diese Person denken, mit etwas ganz anderem beschäftigt sind. Sorry, dass ich das jetzt dieses Beispiel bringen muss, das kommt mir als erstes in den Sinn. Oder wenn jemand stirbt zum Beispiel, dann oder denken die Hinterbliebenen permanent an diese Person. Und wenn es dann eben so Geisterbegegnungen oder Ähnliches gibt, ja, dann wird stets berichtet, oder in diesem Moment, genau in diesem Moment hatte ich nicht an diese Person gedacht. Ja, weil dann entsteht ein Vakuum und dann kann diese Energie kommen. Geh es googeln, falls es dich interessiert. Ja, sonst darfst du einfach meine Worte hier nehmen und darauf achten, Fische, dass du dich ein bisschen ablenkst von diesem Thema. Okay? Weil ich schaue dir jetzt gleich nach, was da passieren wird. Und dann kannst du das wirklich mal ruhen lassen. Okay? Was genau ist da los, bitte, bei dieser Sache da, wo Fische drauf wartet hier? Sieben der Kelche hier. Ja, bei Sieben der Kelche geht es hier darum, dass hier das Ganze noch in der Luft schwebt. Ich habe hier das Rad des Schicksals liegen. Es gibt hier gewisse Dinge, die sich zuerst fügen müssen. Das sind Dinge, die du nicht in der Hand hast. Das sind Dinge, die hier im Universum, im Umfeld, das hat mit dem Bus zu tun, der zu spät abfährt. Das hat mit diesem Flugzeug zu tun, der hier ein bisschen früher abfliegt. Ja, ich habe es gerade selber gehört, was ich da gesagt habe. Das hat mit diesem Passanten zu tun, der da im richtigen Moment da an dir vorbeiläuft, so dass du dann links statt rechts abbiegst. Also das sind Dinge, die du nicht beeinflussen kannst und auf die du warten musst. Siehst du, wie hier alles ein bisschen in der Luft ist? Und siehst du auch, wie hier ein Kelch in der Mitte diese Energie ausstrahlt? Da gehört etwas, Fische, etwas hier gehört dir, aber schwebt jetzt noch in der Luft und ist hier, oder die Umstände haben sich noch nicht so gefügt, dass dieser Kelch, sei das ein Liebesangebot, sei das ein Neustart, sei das eine Chance, die hier auf dich zukommt, ja, dass das noch nicht zu dir fließen kann. Die Umstände müssen zuerst stimmen. Wenn das jetzt zu dir kommen würde, dieses Angebot, egal ob in Liebe, Beruf oder sonst was, dann könntest du es gar nicht verfolgen. Die Umstände würden nicht stimmen.
Dann fragst du, oder welche Umstände? Das ist Rat des Schicksals. Du kannst nie wissen, welche Umstände genau. Ja, dann ist es plötzlich ein Topf, der jetzt hier plötzlich rechts steht und dann dadurch du dazu imstande bist, dieses Ast der Kelche hier anzunehmen. Es kann etwas total Abwegiges sein, das du nicht nachvollziehen kannst. Ja, du als Menschenskind kannst nicht nachvollziehen, was das für ein Zahnrad ist. Ja, man nennt das auch diesen Schmetterlingseffekt. Ja, wie ein Schlag mit den Schmetterlingsflügeln, ja, ein Tornado auslösen kann. Das eine führte zum anderen. Das ist so diese Geschichte. Das kannst du als Menschenskind nicht abschätzen. Okay. Kannst du nicht abschätzen. In diesem Moment musst du hier jener Energie vertrauen, Fische, die die Planeten erschaffen hat, die Sonne erschaffen hat, die Pflanzen erschaffen hat, dich erschaffen hat, mich erschaffen hat, all dieses Grandiose auf der Welt so perfekt erschaffen hat. Dieser Energie musst du jetzt vertrauen. Okay. Du musst darauf vertrauen, dass das Universum es gut mit dir meint. Zweiter Kelche und dann kommt hier der Moment. Okay. Sieh dir das an. Das ist jetzt vor allem für jene, die hier für die Liebe schauen. Okay. In jedem Moment, wo du deinen Kopf so ein bisschen dezentrierst, ja, ein bisschen davon ablässt, hier die ganze Zeit auf dein Schiff zu warten und dich auf andere Dinge fokussierst, ja, shoppen, lesen, Freunde treffen, reisen und tun und machen und lassen, außer das, was du hier haben möchtest, ja, dich auf alles andere konzentrierst, in genau diesem Moment wirst du hier diese Zweisamkeit anziehen, wirst du hier diese Begegnung anziehen. Ich habe hier 8 der Stäbe liegen. 8 der Stäbe ist die spirituellste Karte im Tarot. 8 der Stäbe ist die einzige Karte, wo keine Organe, keine Menschen, ja, auch keine Hände, nichts abgebildet sind, auch im klassischen Tarot. Und 8 der Stäbe ist der Moment, wo du zum Beispiel eben, das ist genau das. 8 der Stäbe ist der Moment, wo du deinen Teller wäschst, ja, und dir dann plötzlich denkst, das wollte sie mir sagen damals an diesem Fest. Ja? Ist der Moment, wo du Auto fährst, ja, und dann schaust du, oder soll ich nach Bern oder Luzern abbiegen? Ja, ich biege nach Luzern ab. Deswegen hat mein Chef mir diese eine Aufgabe da gegeben und nicht der Marianne. Ach, der Stäbe ist das. Es kommt plötzlich, es kommt in jenem Moment, wo du eben nicht daran denkst, ja, in jenem Moment, wo du mit dem Kopf ganz woanders bist, beim Tellerwaschen, abbiegen zwischen Luzern oder Bern, dann kommt hier, ja, diese Energie, diese Realisation, beziehungsweise auch diese Kommunikation hier von jemand Spezifischem, wo du hier auf eine Nachricht wartest, auf einen Bescheid wartest. Okay. Schauen hier die meisten für die Liebe. Es kann ja auch ein Geschäftspartner, Geschäftspartnerin sein. Kommt ganz drauf an, ja, mit welcher Absicht du hier zusiehst. Okay. Das ist genau das, was ich meine. Dann, wenn du nicht dran denkst, dann, wenn du dich mit anderen beschäftigst, dann kommt es. Okay. Der Kelche. Was genau passiert hier? 6 der Stäbe. Yo. 5 der Stäbe. Yo. Hier habe ich 3 der Stäbe. Okay, doppelte Energie, 6 der Stäbe. Das, worauf du gewartet hast, dein Schiff mit diesem edlen Ritter hier, ja, den du hier ins Herz geschlossen hast, dieser Geschäftspartner, diese Geschäftspartnerin, mit dem du dich unbedingt zusammentun möchtest, das kommt hier an bei dir und zwar mit lautem Tatütata. Das ist die Eroberungskarte. 5 der Stäbe, mach dir diesbezüglich gar keine Sorgen. Ich habe hier 3 der Stäbe liegen, okay? Auf 3 der Stäbe folgt 4 der Stäbe. 4 der Stäbe bedeutet, dass hier etwas zwischen euch beiden etabliert werden soll. Eine Beziehung, ein Geschäft, eine Freundschaft. Und mit 5 der Stäbe geht es dann darum, ja, wer sich hier durchsetzen wird. Mit dieser Durchsetzung geht es vor allem darum, dass hier dein Lebensstil, dein Tagesablauf ein bisschen aufgewirbelt wird, Fische. Momentan hast du einen gewissen Tagesablauf. Gut, momentan ist dein Tag oder besteht dein Tag darin, hier zu stehen und auf dein Schiff zu warten. Aber, ja, jetzt mal Spaß beiseite, du hast einen Tagesablauf. Du stehst um XY Uhr auf und dann machst du dies und dann das und dann jenes. Und sobald hier jetzt diese neue Energie reinkommt und mit 4 der Stäbe etwas Neues etabliert werden soll, kommt hier 5 der Stäbe, dieses, oder? Aneinanderreiten, der Versuch, hier die Mitte zu finden sozusagen.
Wer auch immer das ist, Fische, ich sehe hier auf jeden Fall eine ziemlich hartnäckige Person, eine sture Person, die sich unbedingt durchsetzen möchte. 5 der Stäbe hier, 6 der Stäbe hier. Ich sehe eine Person, die sehr auch leidenschaftlich seine ihre Interessen verfolgt. Aber hier mit diesem Gehängten hier unten am Deck, ja, ist die Fische-Karte hier, 12. große Arkana, der Gehängte, sehe ich aber auch, dass du dich vor allem durchsetzen wirst und hier über längere Zeit hinweg betrachtet, vor allem alles nach deinem Gusto laufen wird. Okay. 50% Rabatt kannst du dir momentan mit dem Code Sommerferien2023 holen. Sommerferien2023, alles zusammen und groß geschrieben. Den Code findest du auch auf meiner Webpage. Okay? Er ist für... Ist ein Trostpreis, ein Trostgeschenk, ja, an meine Leidensgenossen. Nee, ich darf, glaube ich, auch bald in die Ferien. Mal schauen, viel zu tun. Ich werde hier Fische mit diesen Karten schauen, bei euch ist viel los. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du hier vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.